Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer Ausgabe. Es ist wieder soweit. Cops vs. Racer Save the VIP. Das Format, auf das viele immer sehr, sehr sehnsüchtig warten. Allerdings auch eine Menge Arbeit braucht. Ich glaube, wir haben jetzt alleine schon wieder fast eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um überhaupt uns wieder so ein bisschen einig zu werden, wie wir das Ganze so hinter den Kulissen vonstatten bringen möchten. Trotz Regelwerk ist es halt trotzdem das aufwendigste Format und ich hoffe einfach auch nochmal an all die Zuschauer, dass ihr das auch ein bisschen zu schätzen wisst, was wir für eine Arbeit hier machen. Aber so oder so, ich freue mich riesig drauf. Mit dabei heute haben wir Andy, Murmel, Benny, Crapper, Filmexperte, Date, Lukas, Snooker, Paul, TNT-Player, Knight Rider und Jenkins. Grüßt euch alle. Hallo. Servus. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Hallöchen. Guten Tag. Ja, dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir quasi eine neue Einheit haben. Der R6, so zumindest mal drei Stück davon, haben sich so ein bisschen farbentechnisch anders entschieden, ein bisschen dunkler entschieden. Das liegt einfach daran, wir haben aktuell Winterjahreszeit und der M4 würde hier ein bisschen Probleme bekommen. Deswegen ist es jetzt so, dass die normale R6-Einheit jetzt so dieses bisschen, ja, so Special Farben bekommen hat, also auch so ein bisschen mit dunklen Akzenten mit drin, dass er sich so ein bisschen an den Escalade und eben an die Limo anpasst. Und der M4 wird jetzt halt durch die ja erst neu getestete in Most Wanted Standardeinheit ersetzt. Ja? Die unterscheiden sich leistungstechnisch eigentlich gar nicht. Es ist tatsächlich nur gewichtstechnisch. Das heißt, ja, auch an die Racer, die in der ersten Runde Murmel, Filmexperte und Crapper sein werden, nehmt euch, wenn es zum Crash kommt, eher von den Weißen in Acht. Die Schwarzen sind zwar schnell, aber die Weißen tun richtig Aua. Ja, so viel kann man schon mal sagen. Aber ich würde sagen, gar nicht viel schnacken. Die ganze Geschichte geht sowieso lang genug. Wir spielen wieder zwei Runden, drei Stages. Zumindest mal, wenn die Racer es nicht schaffen, die Limo zu stoppen. Wenn sie es schaffen, gibt es natürlich vielleicht ein paar weniger Stages. Deswegen gibt es einen kurzen Cut und dann geht's los mit der kurzen Einführung zur ersten Runde und dann auch mit dem Start der ersten Runde. So, erste Runde spielen wir auf Seiten der Cops, wie schon erklärt. Wir fahren von Bamber Castle zur Farm und unsere Route ist nicht die, die eingezeichnet ist, sondern da hat sich unser Präsident, der wieder Andy stellt, allerdings als Nicht-Limo-Fahrer. Wir haben einen Debütanten in der Limo, nämlich den Knight Rider. Und der hat auch gesagt, oder ich habe es ihm auch angeraten, so als Frischling, das erste Mal dabei, vielleicht ein bisschen an einen erfahrenen Spieler abzudrehen. Und da habe ich dann einfach gesagt, Andy soll es machen. Und Andy macht das auch gerne und gut vor allem. Das muss man auch mal so erwähnen. Er ist ein richtiger CVR-Profi. Und er hat als Route, als Idee, wir fahren einfach komplett nördlich durch Edinburgh rein, versuchen den schnellstmöglichen Weg dann durchzunehmen und fahren dann ab quasi Edinburgh-Ausgang direkt dann zur Ranch, so wie eigentlich auch eingezeichnet. Die Racer werden ungefähr irgendwo hier starten und was die dann dürfen und was sie nicht dürfen, das könnt ihr dem Regelwerk entnehmen. Und bevor wir dann jetzt gleich wirklich loslegen, ich wurde darauf hingewiesen, auch nochmals von Andy, dass ich gerade mit die Schwarzen sind schnell, die Weißen tun weh. Das hat natürlich nichts mit Rassismus zu tun, ja, sondern das hat sich rein auf die Wagenfarbe bezogen. Das will ich ja auch nochmal klarstellen. Einigen wir uns einfach darauf, wir nennen einfach die dunklen Einheiten, nennen wir einfach Special-Einheiten und die weißen Einheiten einfach Standardeinheiten. Ja? Und das hat auch wiederum nichts mit Rassismus zu tun. Man könnte alles so hinlegen. Ne? Man kann alles sexuell oder rassistisch auslegen, wenn man es möchte. Ist aber nicht so gemeint. Das will ich aber nochmal klarstellen. Das muss man ja heutzutage leider immer nochmal so ein bisschen betonen. Nennen wir sie doch einfach Keks und Füllung wegen Oreo. Oh. Ja, das könnte man aber auch. Nein, lassen wir das mal so. Egal. Ich würde sagen, um das soll es heute nicht gehen, sondern es soll um Save the VIP gehen. Und deswegen, jetzt geht's los mit der ersten Runde. Und es geht los. So, ich bin hier ganz vorne. Alles ist natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen, da seht ihr auch dann Andy sich, der ebenfalls in der Special-Einheit sitzt. Allerdings die Kolonne von hinten so ein bisschen begutachtet. Wir fahren mal ein bisschen schneller, ne? Die Limo kann ja oder soll ja 120 fahren dürfen. Ja. Deswegen fahren wir mal ein bisschen. Ich mach mal ein bisschen den Vorscout. Ja, ich halte mich hinten dran. Ich halte mich ein bisschen hinter dir. Aber zeitlich dürfte sich das gut ausgegangen sein. Der weiß, sag ich schon wieder, die Standard-RS4-Einheit, die vorne ist, bitte eher an der Kolonne, also an der Limo dranbleiben. Versuch dich mal bei 130 dann einzupendeln, während wir Special-RS6 vorne
Und ja, lass mich ruhig. Wer ist denn der andere? Ja, ich, Benny. Benny, versuch dich ruhig ein bisschen mittig zu halten. Das reicht, wenn ich alleine da vorne erstmal checke, ob was kommt oder nicht. Wir sind gerade ziemlich weit aufgeteilt. Ja, eben deswegen, ja. Dass nach vorne und hinten jemand ein bisschen abfällt, ist okay, der Rest sollte ein bisschen zusammenbleiben. Weil das macht es für die Racer unglaublich schwer, tatsächlich dann an die Limo durchzukommen, wenn sie sich erstmal durch so eine extreme Masse, einen extremen Pulk von Cops wühlen müssen. Man hört übelst den Turbo beim R6 raus, wenn du so Halbgas gibst, so bei 5000 Umdrehungen, ne? Extreme. Das Ding ist, das irgendwo in Edinburgh wird einer sein. Oder ist das sogar ein Kompressor? Das ist ja extrem, ich war schon bei 4000. Naja, normal ist ein Turbo, ja. Weil es pfeift aber so komisch, deswegen meine ich gerade, verwirrt es mich gerade selber ein bisschen. Also ich bin jetzt Edinburgh drin, ist alles noch nix. Ja, hinten kommt auch keiner. Mitte ist auch safe. Okay. Dann fahren wir wie geplant Goliath rückwärts, ne? Ab. Also dann erste Kreuzung links. Ja. Soll ich an der Kreuzung warten oder und aufpassen? Ja, ich glaube, da ist erst. Also ich sehe jetzt nichts. Ich mache jetzt mal ein bisschen langsam, lasse ich wieder rankommen. Wäre jetzt erstmal nicht schlecht, weil ich die Goliath-Strecke noch nicht kenne. Ja, normalerweise. Am besten ist halt natürlich, wenn ihr das Ziel als Route für euch selber markiert. Ja, dann stehe ich hier in den sagen können, wissen, jetzt ist es auch egal. Jeder, damit die sehen, wo die hin müssen. Ja. Ich warte jetzt hier erstmal noch kurz. Hier erstmal nix. Ist auch noch Nacht, ey. Gut, dass wir uns fast schon tarnen. Was ist los? Ich hatte gesagt, ich stehe kurz hier, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Das Limo ist weg. Okay, dann gibt's nochmal einen außerplanmäßigen kurzen Cut. Alle bitte mal anhalten, wo sie sind. Und dann geht's gleich weiter. So, da sind wir wieder. Alle vereint, ne? Gastgeber. Sehr schön. So, ja, Benni, warte mal ein bisschen. Längs vom Audi. Ja, ich fahr ein bisschen langsamer. Da sind sie doch. Wieder Formation einnehmen. Ich fahre mal links ran, weil ich muss hinter. Passt bitte in der Stadt wegen der Straßenbahn auf. Die ist auch nicht bei allen synchron, deswegen einfach am besten gar nicht auf den Gleisen fahren, wenn es geht. Vor allem die Limo nicht. Ja, der Verkehr macht es natürlich jetzt denkbar schwierig gerade bei mir. Ich hoffe. Also ich bin jetzt auf der Hauptstraße, Kolonne auch. Ja. Okay. Ich warte mal vorne an der Kreuzung. Das, falls da was kommt oder so. Ja, alle ganz links fahren. Ja, das ist Staubildung. Okay. Bis jetzt sieht alles gut aus. Wir bleiben auf der nördlichsten. Also jetzt bleiben wir eigentlich immer nördlich. Ich könnte mir vorstellen, dass am Kreisel wer ist. Nördlich. Ja, kann halt sein, dass sie ganz anders gecheckt haben. So, ich fahre mal links vorbei. Kolonne am besten rechts vorbeifahren am Kreisverkehr. Ja. Dass da nichts irgendwie der Seite kommt. Benny auch am besten rechts ein bisschen vorchecken. Da sehe ich jetzt nichts. Na, da bin ich gerade schon. Ich gehe schon mal so ab. Perfekt. Dann scout du gerade mal, dann wechseln wir gerade mal kurz die Position. Dann mache ich jetzt kurz die Kreuzung dort. So. Und Knight Rider ruhig auch sagen, wenn der irgendjemand zu langsam ist oder so ist, ne? Fährst deine 120 und gut ist. Ja. So, aufpassen, jetzt wird's hier eng. Also bitte an die ganzen eine Fahrt am besten mit 130 um die Kurve, dann hat die Limo kein Problem. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ab hier kommt das jetzt entweder einer entgegen, was ich nicht glaube, oder kommt von hinten. Vorne sieht noch alles clean aus. Ja, wenn es einem entgegenkommt, das wäre doof irgendwie.
zum Haus dürfen wir nicht ranfahren, das heißt, wir müssen über die Highlands zu uns herfahren, das glaube ich nicht. Ja gut, die können sich ja porten, ne? Also es gibt ja die Porten, die können ja ein Leben opfern. Ja, aber so weit denken halt nicht. Die nicht. Ja, ist ja gut für uns. Wir genießen mehr die Schneelandschaft, ja? Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Das muss ich sagen, die Bilder von Safety VIP sind halt immer wieder geil in der Kolonne so. Das sieht immer so cool aus, wenn die ganze Cops da so lang brettern. So. Achtet bitte auch drauf, ne? Nicht mehr porten, gar nichts mehr machen und deswegen auch bitte nicht crashen. Haltet einfach Sicherheitsabstand dann gleich. Aber da ist ja eigentlich müsste jeder noch 0% Motorschaden haben, weil eigentlich ist ja nichts passiert. Ja. 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 Ich weiß nur, wie das als ist in der Kolonne. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da vorne im Knick müssen die 500 Meter sein. Die sind jetzt schon erreicht, nur weil wir in der Plätzerzone sind, geht's ja weiter. Ach so, deswegen. Ja, okay. Wunderbar. Die 500 waren schon, also die waren kurz nachdem wir reingefahren sind, erreicht. So, ich fahre mal ein Stück weiter, dass alle genug Platz haben. Ja, sehr gut auch an die Zuschauer. Das war natürlich jetzt nicht so spannend für euch, aber das ist mal ein schönes Reincruven. Und dann geht's gleich weiter mit der zweiten Stage. Wir haben heute sowieso sehr, sehr lange Stages, deswegen das ist noch alles gar nicht so schlimm. Dann, gleich bis zur zweiten Stage. So, zweite Stage der ersten Runde steht an. Natürlich geht's in der Farm weiter. Und ihr seht schon, es ist ein ganz schön langer Weg. Es geht bis nach Ambleside runter zu Sunflower Meadows. Und tatsächlich gab es jetzt ein bisschen eine Diskussion. Es gab zwei Routenvorschläge. Der Präsident setzt sich am Ende durch. Und Andy hat sich entschieden dafür, dass wir jetzt direkt den Weg einfach weiterfahren. Also wir fahren jetzt nicht wieder zurück, sondern fahren hier nach unten durch. Dann hier an der, ja, wir nennen die Kurve hier SS-Kurve, runter bis zur PXA-Teststrecke, hier runter, dann hier an der Kreuzung ab, rüber zum See und dann von hier aus dann südlich aber direkt runterfahren, dann den direkten Weg. So theoretisch, wenn wir irgendwie woanders abzweigen müssen, weil die Racer uns Feuer unterm Hintern machen, dann werden wir das halt spontan entscheiden, aber das ist zumindest mal jetzt der Plan. Sehr gut, dann würde ich sagen, legen wir einfach los mit der zweiten Runde. So, da geht's los. Die Kolonne rollt weiter, ständig voran. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach wieder mal ein bisschen der Scout. Ist ja mieser teilweise, als man denkt. Was ist mies? KI. Achso. Jetzt, wo ich stand, sind mir zwei, drei Autos hinten drauf gefahren. Wie siehst du ja ankommen, dann geh ins Pausenmenü. Toll, wenn ich drauf gehe, rausgehe, dann knallen die mir trotzdem drauf. Aber nein, wenn du im Pausenmenü bist, fahren die durch dich durch. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe eben gerade, als ich ja reingegangen bin und danach wieder rausgegangen bin, ist mir trotzdem der Typ hier drauf gefahren. Du darfst nicht so schnell rausgehen. Wie nicht so schnell rausgehen? Wie soll ich das denn einstellen? Also ich fahre mal bis zur SS-Kreuzung, da warte ich erstmal kurz und gucke, wie was passiert. Ja. Ich weiß halt überhaupt nicht, was für Autos sie fahren, ne? Das weiß halt niemand, ne? Ja, als wir sie noch nicht gesehen haben. Und wenn du da einen siehst, dann lock den mal weg. Fahr mal VIP-Straße hoch oder sowas. Soll ich Fake fahren? Ja, ja. Also wenn ich einen sehe, meinst du? Ja, wenn. Ja, wenn hier, musst du links fahren du jetzt. Du bleibst langsamer. Ich fahr schon mal. Du in der Nähe? Was denn? Also ich geh schon mal ein bisschen gucken. Was war das für eine Aktion? Bobby ist plötzlich ein KI-Wagen gespawnt. Ich fahr links, Leute. Von SSS runter. Okay. Ein Cherokee zu euch. Oh, shit. Das war nicht so geil. Das ist ein Jeep Tohawk. Schieben wir den mal weg hier. Kolonne ruhig weiterfahren. Westlicher Jeep mit Forcerflügel. Die Escalades drauf, bitte. Weiter geradeaus jetzt, oder? Ja, runter, nach Süden Limo runter. Limo guckt, dass du hinter dem Jeep bleibst und die Escalade sollen vorne bei dem Haus da dicht machen. Ja, schieb den dann raus, wenn's geht. Oh, sorry, mein Fehler. Dass da nichts kommt, fahr drüber. Der andere muss mir mal kurz helfen, bitte.
Ich bleib mal bei der Limo und mache jetzt ein bisschen Bodyguard-Ersatz, sorry. Ja. Kenn die Route kaum rein. Ich bin jetzt auch hinten dran bei der Demo wieder. Jetzt links, links, vorne, links, vorne, ja. Links. Danke. Dann jetzt wahrscheinlich rechts, oder? Genau, jetzt rechts. Kenn ich doch noch. Ist der Jeep noch dran? Naja, kommt jetzt wieder, der schließt jetzt auf. Ja, der hat gesehen, jetzt, leider. Schade. So, vorne oder links rechts. Wieder. Schaut mal ein bisschen vor. Und an den Limo-Fahrer auf den geraden Stücken. Du darfst zwar nur 120 fahren, aber bitte schalt einen vierten oder fünften Gang, ne? Wenn dir Achtung, einer rein fährt, kommt wieder. Und jetzt kommt von der Seite noch ein. Ja, ich bin eigentlich konstant. Landschirm 37 oder so, wohin ja. Jetzt? Ja. Achtung, Limo von hinten. Geradeaus, links, rechts. Ja, ja, wir sehen's. Fuck. Aus links rechts. Mal zurück, ich bleib hier. Versuch den. Lang. Runter, 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 runter. Süden, 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 Süden. Durchfahren, 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 durchfahren. So, sehr gut, sehr gut. Der eine Escalade bleibt mal wieder an der Limo dran. Okay. Ah, ist schon. Lancia kommt nach vorne, Offroad. Denkt auch dran, die Limo dürft ihr ruhig auch als Cops bisschen seitlich touchieren oder so. Das tut der Limo nicht so weh. Also wenn's jetzt, wenn kein Angriff ist, nicht. Aber wenn Angriff ist, ist es nicht so schlimm. Nur der Motor muss geschützt werden vorne. Die kommt wieder. Der Escalade macht das gut. Ah, wieder nach vorne. Ah. Hier ist ein Gewusel. Wir haben viel zu viele Einheiten vor der Limo, Leute. Du hast 6 hinter mir weg. Ich bleib vorne. Rechts jetzt? Ja. Die Limo, wo ist ganze Dings. Rechts oder? Wo leckt ihr was? Geradeaus. Nee, rechts. Ja, rechts, rechts, rechts. Sorry. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir schon da sind. So rechts. Ja, jetzt müssen wir. Ja, oder so. Keiner auch guter gesehen. Fake. Passt schon, passt schon. Denk doch, wir können eigentlich auch die Racer festsetzen, ne? Das ist ja auch immer noch eine Option. Ja, aber ich überlege gerade, wo das funktioniert und hier leider gerade nicht so richtig. Vorne kommt eine Felswand. Vorne kommt eine Felswand. Da dann den Jeep vielleicht im Idealfall gegen räumen. Okay. Warte, wie viel, wen haben wir jetzt eigentlich alles vorne? Ich sehe nämlich nur eine R6. Ich komm von vorne, Jeep. Ja, Achtung, Jeep. Ach, Jeep von hinten. Jeep von rechts. Ja, ich versuche zu schützen. Das Blöde ist halt, dass du als Limo ständig ghostest. Das ist echt ein bisschen doof für die Racer. Lancia ist weg. Ah, ne, Lancia kommt wieder von hinten. Okay, der ist gegen die Wand. Er ist gegen die Haus. War mal nach vorne vor die Limo. Ja, ein normaler R6 am besten vor die Limo noch. Bleibst du stehen? Ja, ich scout noch weiter vorne gerade. Oh. Jetzt links. Richtig. Kommt wieder. Ah, das haben wir jetzt. Genau das darf jetzt nicht passieren. Ich versuch den mal. Oh, das ist ein Hut Lambo. Ich hab ihn frontal. Ja. Lambo kommt von vorne. So. Lancia links, Jeep rechts am Baum. Jeep im Baum, ja. Lancia links immer noch, wird auf die Straße kommen müssen. Jeep hinten. Keine Ahnung, warum der mit sich nicht geht. Er ist jetzt nicht dagegen halten. Okay. Wenn ich den schon in die eine Richtung drück, immer weg von der Limo. Niemals zur Limo hin. Achso, der war da vorne mit mir. Oh fuck, sorry. Oder ist noch ein Lancia, aufpassen. Der Lambo ist nach vorne weggestürmt, aus irgendeinem Grund. Wird gleich wieder kommen, bestimmt. Den fangen wir dann an. Es wird versuchen, mit Speed da ranzukommen. Setz mich mal vor die Limo. Lancia rechts wieder Offroad. Ich mal dem Lambo und okay. Schwierig. Hier ist gerade ungünstig. Ja, ich versuche dazwischen. Ah, das ist echt doof, ey, dass du ständig ghostest als Limo. Oh, Lambo kommt dagegen. Mhm. Jo, er kommt, ist durch. Achtung, rechts Lunch, ja. Ah, Scheiße. Also. Achtung, Lambo von hinten. Okay, ja. Ja, von hinten darf er, von hinten ist okay. Achtung, von vorne. Ja, ich versuch mal, den ein bisschen weg zu. Dann mir dran. Ja, komm, lass den mal rausschieben hier, wenn es geht, irgendwie. Ja, oh, voll eingeschlagen.
Lancia rechts. Hab den Jeep gegen den Baum gesetzt. Ja, warte mal. Jeep portet sich, Jeep portet ja. sich. Wir haben's fast. Ein Escalade bitte noch vor die Limo setzen, wenn's geht. Ja. Versuch's. Damage. Sehr gut, bleib dicht dran. Lancia ist hinten. Ja, Lancia hinten dran. Wir haben's fast. Lambo hinten links. Ja, fuck. Ja. Die Server sind heute wieder on point, Alter. Nicht. Lancia habe ich auf Fuß gepflanzt. Escalade, weg vom Lambo. 500 Meter Marke ist. Ach, oh, der Jeep kann von vorne. Jeep hat irgendwas getroffen. So, fahr einfach durch. Dann müssen sie uns jetzt eh in Ruhe lassen. Fahrt weiter. Und jetzt nicht mehr gegenseitig crashen, wir haben es eh geschafft. Jetzt einfach die Spur halten, wo ihr seid, und nicht gegenseitig kaputt fahren. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das sehr gut ist. Ich glaube, der Jeep hat die Limo von Teil getroffen. Ja, hat er. Oh, das ist nicht gut. Wann ist denn das passiert? Kurz am Ende. Ende. Direkt. Ja. Ah, okay. Ich bin mir gerade nur unschlüssig, ob der von da überhaupt kommen durfte. Weiß ich nicht. Ja, ich meine, es war noch kurz vor dem 500. Ja, aber er darf ja auch gar nicht durchfahren. Er darf ja nicht durch die Safe Zone durchfahren. Und das muss er meiner Meinung nach gemacht haben. Er muss sich vor der Safe Zone halt porten. Also er darf auf 500 Meter darf er sich ranporten und dann darf er fahren halt. Und dann hat der schon den Schwung gehabt? Glaube ich auch nicht. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wir sind schon durch. Ja, also. Der war ziemlich schnell für die. Der kam schon ganz schön schnell entgegen. Ja, wie viel Schaden hast du denn? 21,9 habe ich jetzt. Ja, komm. Egal. Ja, können wir später drüber diskutieren. Lassen wir uns von der Spielfreude nicht aufhalten. Das soll die zweite Runde gewesen sein. Das war auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen actionreicher. Aber Kompliment nochmal, muss ich sagen, ans Team. Wir sind alle komplett ruhig geblieben. Da war jetzt keine Hysterie dabei. Das hatten wir schon anders in den Safety-Folgen. Gut, wir checken gleich mal, was wir reparieren können und was nicht. Und dann sehen wir uns mit der kurzen Besprechung zu Runde 3 wieder. So, finale Stage steht an. Wir haben dank unserer ersten Runde genug Reparaturpunkte gehabt, um tatsächlich fast die komplette Flotte zu reparieren. Nur ein einziger hat tatsächlich ein bisschen noch einen Lackschaden am Start. Das heißt, wir können auf jeden Fall voll dagegen halten. Ja, ihr seht schon, es geht hier jetzt von Ambleside nach Fairlawn Manor, die 2 Millionen Wähler, die ihr übrigens auch braucht, wenn ihr Schnellreisen überall hin haben möchtet. Nicht umsonst überall hinreisen, nur überall hinreisen, wird immer wieder mal gefragt. Das ist hier das Objekt der Begierde, genau da wollen wir hin und da will auch unser VIP jetzt einziehen. Ne, Knight Rider, hast du eine schöne Immobilie gekauft und da wollen wir dich jetzt auch sicher hinbringen. Unsere Gedanken bzw. Andys Plan ist, wir fahren jetzt hier direkt von hier aus direkt über das Festival, runter nach Broadway, dann den direkten Weg über die Autobahn oder den Motorway, wie es ja in Großbritannien heißt. Und dann, beim Schlussabschnitt entscheidet sich so die Theorie, wenn wir keine Verfolgung haben, gehen wir hier die Abfahrt beim Flugplatz runter, nur nicht Richtung Flugplatz, sondern dann links lang und fahren dann hier über diese Bauernschleichwege, über Bauernwege, eigentlich sind das ja Feldwege, Feldweg, geteerter Feldweg, nennen wir es so, ist egal. Mir fällt gerade Landwirtschaftsweg, so heißt es, jetzt habe ich alles durchgespielt. Den fahren wir dann quasi direkt zum Ziel, sollte aber eine Verfolgung hier schon stattfinden, dann fahren wir einfach geradeaus durch bis zum mittleren Kreisverkehr auf der Autobahn, / Motorway und fahren dann daraus über Westen sozusagen an das Gebäude ran. Gut, ich würde sagen, wir sind ready, dann auf zur letzten Runde, beziehungsweise der letzten Stage der ersten Runde. Okay, da geht's auch schon los. Ah, guck mal, mein Auto wieder schön blitzeblank. Danke geht raus an den Präsidenten Andy für die neuen Dienstwagen. Schöne Rechnung kommen. Rechnung kommen. Ja, ich bezahle wie immer mit Kaffee und Donuts. Weißt du ja. Boah, kann ich mitnehmen. So. Ich fahre wieder mal ein bisschen vor. Benny bleibt mal eher an der Kolonne dran. Ich habe mit meinem kaputten Auto nicht. Gut, die fangen ja von da an. Okay, ja, wir sollten gucken, dass wir schleunigst ins Festival reinkommen. Ich glaube, dann haben wir schon mal einen guten Spot. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da irgendeine Einheit von denen auf jeden Fall über den See kommt. Weil das sollte zeitlich klappen, hoffe ich.
Ah, fuck. Benny, bist du, kannst du nach den See hochfahren? Ja. Ja, mach das mal, um zu faken. Okay, dann. Tschüss. Nee, weil ich bin schon jetzt vorbei. Ich hoffe, das ist okay an den Präsidenten, dass ich das kurzerhand so entschieden habe. Ja, ich hatte die gleiche Überlegung gehört, das ist voll okay. Ich hatte eh schon Schaden. 3%. Boah, da hinten kommt was Schnelles. Ah, der gehört aber nicht zu uns, ne? Nee, nee, der ist ein paar Typen. War Anhänger. Ganz, ganz nette Menschen. Die Gott sei Dank nicht nerven. Und, soll ich extra abgeschieden an die Route einfach fahren? Hast du jemanden entdeckt? Nee, noch nicht. Alles klar. Ja, dann versuch mal über Ruber, wie kommst du am schnellsten zu uns zurück? Eine Route. Fahr mal über die Fluss Staudammstraße wieder nach Süden runter am besten. Ich bekomm's hin. Ja, ja. Du weißt ja, wo wir ungefähr sind. So, also Festival sehe ich jetzt gerade nichts. Ich warte mal auf euch. Und die Straße bis zum Ende und dann links, ne? Ja, wir fahren jetzt einfach Festival komplett durch, bleiben auf der Straße. Oh ja, Lambo habe ich schon, der ist im Festival. Und vorne? Macht jetzt Pause. Der ist quasi genau am Festival, da wo man Festival reinfährt, ist er. Ja, ja, wir haben ihn. Komm, lass den mal. Limo, fahr durch. Ja, war auch genau den kriegt er jetzt. Egal. Ja, lass den mal festsetzen versuchen, oder? Direkt, der ist noch alleine. Ja. Jetzt können wir ihn festsetzen, wenn es geht. Einfach gegen die Wand. Okay, macht ihr, ich bleib vor der Limo. 21, 22, 23, 24. Ja, der ist raus. Komm, gleich machen. Der kann sich ja wieder reppen. Wir müssen wieder an die Limo ran. Aber dann hat er schon mal ein Leben weniger. Wenn das smart ist, würde von vorne voll Schmackes draufhauen. Ja, deswegen versuche ich jetzt. Ich fahre rechts an der Kolonne vorbei, aufpassen. Ja, ich bin der hinterste Audi, ich fahre ganz links, damit alle vorbei können, schön. Von vorne kommt keiner. Bis jetzt. Ja, noch nicht. Der wird schon sich versuchen, hier hin zu porten. Wer ist der vorderste RS6 von den Standard R6? Ich. Okay, ich bin rechts neben dir, ne? Ja, wir versuchen ein bisschen jetzt uns breit hier zu machen. Dass wenn er kommt, dass er einen von uns auf jeden Fall mitnimmt. Ich vermisse einen RS6 hinten, dafür sehe ich einen. Da kommt der Torhawk, rechts! Ja, und Vorsicht, der kommt. Cadillacs, pass mal bitte auf die Limo auf. Mach mal langsam, wir bleiben mal langsam hier. Hab ihn frontal. Sehr schön, sehr schön. Soll ich als Standard RS6 noch nach hinten? Ne, warte mal. Wir brauchen vorne Einheiten jetzt gerade. Lass doch bei ihn festzusetzen. Versuch's. Ja, das ist halt schwierig hier im Offengelände. Limo einfach durchfahren. Ich wieder zu euch aufstoßen, bin bei Ashbrook in der Nähe. Ja, wir sind jetzt gerade beim Whitehorse. So, Limo, fahr ich noch eins vor Richtung Automat schon. Ja, komm näher. Oh. Das ist gerade ein bisschen doof, ey. Haltet den einfach nur von der Demo weg, bis wir in Broadway sind und dann macht den gegen Haus weg. Genau, jetzt festsetzen bringt nichts. Ah, fuck. Egal. Wir kennen uns nicht, wir sind irgendwie auffahren. Fahr mal vor. Ja doch, ich muss da hin. Ich hab verstanden, dass ich das geben soll, kannst du mal sagen. So. Nach vorne. Wo seid ihr gerade? Wir sind jetzt Broadway. Oh, da bin ich. Na, der andere sagt, lass ihn mal zurück. Geh dann an. Bist du das Andi hier hinten? Ja. Lass ihn mal fahren, wir schmeißen den vorne voll Schmackes gegen die Wand. Okay. Da kommt ihr. Der hat eh keine Power mehr. Wenn er schlau ist, repariert er sich sowieso. Ja, oder halt auch da lang, ist für mich kein Problem. Oder da rein, komm. Ich komm. Ah, scheiße. Ich bin jetzt wieder vorne, heißt. Ich konnte euch auch probieren. Ich glaube, wir sollen langsam wieder zur Limo, oder? Ja. Ja, gar nicht schlecht. Der kommt so eh nicht hinterher. Ich versuche hier nochmal einen mitzugehen. Wow. What the fuck? Ja. Der hat gesessen. Aber für dich genauso. Die RS6 hinter mir, ein bisschen zurückfallen. Ja, der ist am Arsch. Hab's leider auch ein bisschen gefressen, aber egal. Ja, ich bin auf dem Weg.
Ja, zur Kolonne. Aber den Heavy rausnehmen ist immer schon mal ganz, ganz viel wert, ey. Ja, der hat noch 2 Leben jetzt, ne? Ne, der Heavy hat insgesamt ja nur 2 Leben. Oder? Der Racer hat doch 3. Ja, okay, okay. Ich bin wieder dran an der Kolonne hinten. Oh, wir sind aber ganz schön zerflattert. Wo sind die alle? Ich sehe nur 2 R6 außer mir. Ich bin schon hoch zum Kreisel. Wir sind, glaube ich, 3 unterwegs. Ich bin am südlichen Kreisel gerade schon vorgekommen. Ich fahre wieder vor die Kolonne. Ja, es sind doch genug da, oder? Ja, passt. Ich bin vor der Kolonne schon. Ja. Rechts oder links? Ich fahr rechts vorbei. Ist, glaube ich, geschickter. Ich kehre auch mal kurz um. Dann fahr mit der Fahrtrichtung am besten. Wo sind jetzt die Limo? Ah, da. Also jetzt müssen wir am besten Cadillacs, bitte fahrt mal einer links und einer rechts von der Limo, dass wenn die angreifen, dass wenn es an die Tunnelwand geht, dass es euch trifft und nicht die Limo. Also wirklich, dass ihr ein Sandwich nimmt. Richtig vorne den Motor abdecken. Weil hier, das ist die gefährlichste Stelle jetzt eigentlich. Auf der Route. Hier ist Nebel. Ja, Limo, du fährst gerade ein bisschen zu schnell, glaube ich. Lancia hinten. Ja, Lancia hinten. Ja. Lancia hinten. Lancia von hinten. Okay, ja. Ja. Caddies, Escalade, sorry. Ja, bleibt mal bei der Taktik. Dass ihr... Okay, der ist im anderen Tunnel jetzt. Ja, da darf es sein. Ja, da darf er wirklich sein. Wir müssen die Limo durch den Tunnel kriegen, ja, das ist schon mal. Ist eigentlich noch schon fast gewonnen. Noch was von hinten, bin mir nicht genau sicher, was. Ah, ne, das ist ein NPC. Passt gleich auf von rechts, dass da könnte La Lancia kommen. Ah, ja, vorne. Ich glaube, der Lambo kommt von hinten. Scheiße. Ja, ist egal, der macht nicht so viel Schaden normalerweise. Eine RS6, was du ganz vorne machst, nicht so schlapp. Doch, kein Lambo. Wahrscheinlich. Weiter. Der Seite kann er. Oh, das ist eine Leckgeschichte heute. Die Server wieder on point. Fast wie unser Teamspeak, ey. Hinten? Du musst ja anpassen, ne? Ach mein Gott, das sind die anderen Spieler, ey, ganz ehrlich. Das nervt übelst. Ich bin mir ziemlich sicher, die gucken das Video, sonst würden die nicht so penthart daherfahren. Verpisst euch einfach, ganz ehrlich. Ja, so würde ich es jetzt zwar nicht sagen, aber er hat schon recht in der Kernaussage. Ihr macht halt damit echtes Video kaputt. Also wenn ihr Zuschauer seid, ihr habt solche Screentime bekommen, aber da gibt es eine bessere Möglichkeit, in solchen Folgen mitzumachen, indem ihr euch einfach um eine Position hier bewerbt, so wie jeder andere auch. Dann könnt ihr sogar wirklich mitspielen und nicht so penetrant nerven. Ja, wir fahren geradeaus weiter, weil Verfolgung Lancia aktiv ist. Ich hab dem Lancia einen Treffer gegeben, einen guten. Geradeaus weiterfahren, bitte. Ich hab halt auch keine Power mehr. Aber ich kann dich gerne ablösen, ich hab nur Leistung. Der hat nur ein Leben, ne? Also den könnte man eigentlich echt ausnehmen. Ja, aber wo denn? Naja, das ist die Frage, ey. Ist vor allem kacke, wenn jeder reinfährt. Wo der Heavy ist, würde mich interessieren. Wie ist denn jetzt die Limo vor die Säule der gekommen? Der Lancia hat er da dran gedrängt. Wie viel hast du noch? Ich hab 60% jetzt. Heavy? Sorry. Komm, fahr. Ein Escalade, bitte mal bei der Limo bleiben, ey. Ihr müsst die mehr schützen. Okay. Und Limo, fahr weiter. Und ich nehme jetzt den fest, ey. Ich hab die Schnauze voll, der nervt mich jetzt echt. Kannst du rechts fahren, dann fahr ich links. Er kommt wieder von rechts. Ich hab halt keine Power, das ist... Ja, da kann er kommen, ist egal. Davor zu setzen. Oh, keine Power mehr. Ich glaube, wir haben die Regeln missverstanden mit dem Festsetzen, glaube ich, oder? Die wissen schon, dass sie ihre Leben noch nutzen dürfen. Das weiß ich nicht. Ja, werden wir gleich mal nachfragen. Glaube ich, rechts gerade auf dem Feld, oder? Ja, das war mal ein Leck.
Der ist irgendwo auf dem Feld, da ist er. Hey, ich habe keine Power mehr, ey. 60%. Neuen Dienstwagen, geht doch nicht. Ja, wir haben's fast, wir haben's fast. Der andere Escalade muss mal ran. Bin bei der Limo. 20 Meter Offroad dürfen wir ja beim Scout, ne? Das wisst ihr. Alles gut. Otto? Alles gut, alles gut. Jetzt hier irgendwie rumkommen, wenn's geht. Sehr gut. Also Bordmenü. Wow. Sorry. Ja, das haben wir. Ab hier ist 500 Meter. Ja, aufgegeben. Sehr schön. Dann ziehen wir die mal zu uns. Wenn jetzt muss halt. So, da haben wir es geschafft. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Habt ihr keine Leben mehr gehabt oder wolltet ihr nicht mehr? Die wurden festgesetzt. Ich hatte 100%. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht, dass ihr die Regel missverstanden habt. Wenn ihr festgesetzt wurdet, dann verliert ihr nur ein Leben. Oh. Dein Ernst, wow. Kollege? Ja, mein Ernst. Ich habe mir nicht die ganze Zeit gedacht, hä, warum kommt ihr nicht mehr? Oh. So. Ja. Ich meine, es ist interessant, aber gut, dass ich es getestet habe, weil diese Regel, die ihr jetzt gespielt habt, die war mal auch eine Überlegung, falls die Racer zu OP wären, dass sie wirklich, wenn die festgesetzt werden, dass sie alle Leben verlieren. Haben wir jetzt mal getestet sozusagen, weil ihr verliert tatsächlich nur ein Leben. Das heißt, wenn der Scout halt festgesetzt wird, klar, dann ist er raus, aber wenn jetzt der Racer festgesetzt wird und er hat ja insgesamt drei Leben, dann verliert er nur eins und darf da gleich wieder, weil wir haben die ganze Zeit gerechnet, ja, jetzt müssen sie ja gleich wieder von vorne kommen. Ja, nee. Ja, so mehr oder weniger. Weil ich habe auch schon gedacht, hä, warum hat der Heavy sich nicht repariert so? Der war ja voll kaputt, der hätte sich schon längst neue holen, naja, weil du hast ja auch zwei Leben, aber naja, gut, egal. Ja, gut, Wie viel Schaden hatte die Limo am Ende? 61. Ah, dann hat der Frontalaufschlag schon was gebracht. Und ja, der Brückenpfeiler hat 40%, 40 hat er hoch. Oi. Ja, gut. Ja, man muss aber auch immer dazu sagen, ne, das Regelwerk ist auch das komplexeste, was wir haben. Da kannst du halt immer mal für Schwierigkeiten sorgen oder können entstehen, aber. Passt schon, beim nächsten Mal weiß man es besser. Wir machen jetzt auf jeden Fall einen Schnellcut und dann gibt es die zweite Runde. Da ist dann der gute Andi sowie der Lukas und meiner Eins im Racer-Team. Also bis gleich. Bis gleich. So, die Seiten sind getauscht. Wir haben wieder einen Attacker, einen Scout, bei dem ich hier schon Sorge hatte, ist der Scout wirklich ein Scout und nicht der Heavy? Aber wenn man dann den Heavy anguckt, ja, das ist unser Heavy, das ist nicht irgendein Bauarbeiter-Fahrzeug am Hand. Da hat der Lukas mal so richtig einen rausgeholt. Mit dem Unimog, mal gucken. Ich meine, im Winter ist er nicht schlecht. Grip hat er und Masse auch. Also, das müsste. Wie schwer ist denn der? Wiegt ja seine 4 Tonnen, oder? 5619 Kilo. Okay, also ein Fahrer 6 Tonnen. Also, genau. Also einmal die Limo voll treffen, haben wir schon gewonnen. Das ist unsere Taktik. Das ist quasi unsere Todesstern-Taktik. Ja? Einmal mit dem Todesstern drauf auf Alderaan. Also die Limo ist Alderaan und dann, ihr wisst Bescheid, das war eine kleine Star Wars-Floskel. Gut, kurze Erklärung, was Sache ist. Die starten hier unten in The Gables und müssen tatsächlich ganz hier hoch in die Edinburgh Castle. Gibt natürlich tausende Wege. Wir spekulieren stark, dass sie über die Autobahn fahren. Wissen wir aber nicht. Wir haben einen Plan, was wir machen wollen. Wie der aussieht, das werdet ihr gleich sehen. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der ersten Stage der zweiten Runde. Viel Spaß! So, da geht's los. Okay. Wow. Auf geht's. Jojo. Hast du jetzt den Port probiert? Ja. Ah, okay. Weil du losgefahren bist, dachte ich. Ja, ich hab's auch. Oh, guck mal. Punktlandung 2,0 Kilometer. Ja, Alter. Also Augenmaß perfekt. Oh ja, apropos Augenmaß. Ich sollte vielleicht auch mal das Ziel noch setzen. Bevor ich zu nah ranfahre. Kannst du die Gruppenroute gerade noch wegmachen? Die habe ich eigentlich weggemacht. Ist keine Gruppenroute mehr da. Okay, bei mir ist noch eine. Oh, okay, sorry dann, aber. Egal. Hab's ja eigentlich gerade weggemacht. Ich stehe jetzt hier am Straßenrand. Ja, warte erstmal, ich fahr mal. Nicht, dass sie jetzt wirklich diesen Plan machen, wovon ich nicht hoffe, dass sie den machen. Ja.
Warte mal, ganz kurz, der Heavy muss doch dann gar nicht mehr zur Autobahn. Das sehe ich ja jetzt in jedem Fall, ob die da hinfahren oder nicht. Also ich habe jetzt gerade ja, eine Position. Ja, aber das Problem ist, wenn wir umdisponieren müssen... Da kommt einer. Nur einer bisher. Ja. Der eine scheißt auch mal auf die Regeln. Ich sehe noch nichts. Ich stand am Straßenrand und der ist mir frontal reingekachelt. Ja, das darf man ja nicht. Ob der mich verarschen will? Der fährt mir immer noch rein. Heute ist wieder Regel. Sonst siehst du nichts, oder was? Nee, sonst sehe ich gerade nichts. Okay, also hier ist nichts. Okay, das sind, fahren die doch über See. Ich fahre mal weiter Richtung See. Also im Fluss sind sie nicht gewesen. Der Audi dreht wieder um, fährt zurück. Ja, dann fahren die eine andere Route. So, ich bin auf einen Kilometer ran. Vielleicht schon mal die Autobahn runterfahren oder am Kreisel bleiben. Also ich fahre jetzt Festival mal durch und guck, ob sie da sind. Ja. Ich meine, Taktik wäre natürlich einfach auch mal warten. Gar nicht. Also bei den Cops, nicht, schicken einen vor, warten, wo wir sind und dann fahren sie erst irgendwo hin, aber... Ja, das Ding ist halt, der Mercedes am Kreisel oben macht halt keinen Sinn. Die können jetzt die Flussstraße hochfahren, das hast du aber abgedeckt und gesagt, nein, machen die nicht. Dann können die entweder Goliath gefahren sind oder durch Festival durch. Ja, das heißt, ich würde den Mercedes mal zum hier Seestraße schicken. Okay, dann fahre ich gerade erstmal wieder. Ja. Aber See. Aber da. Ja, okay. Autobahn, ja, ja, ja. Also Autobahn fahren die safe nicht. Ich stehe hier immer noch und da kommt keiner. Der Audi hat umgedreht sogar. Ja, okay. Ich bin jetzt Festival durch, habe noch nichts aufgesehen. Das Problem ist, ich darf jetzt leider nicht durchfahren. Ich muss jetzt über die Autobahn irgendwo hinkommen. Ja, fahr hoch. Die müssen ja sowieso die Autobahn kreuzen irgendwann. Ist halt blöd, weil wir viel Zeit jetzt verlieren. Aber jetzt fahren die tatsächlich diesen Weg, ey. Das hätte ich echt nicht gedacht. Verdammt, ey. Ich habe gesagt, den soll man nicht ausschließen. Ja, ich sehe sie, glaube ich. Ja, die sind See. Okay, siehst du die Limo? Nee, noch nicht. Aber ich hab mehrere Autos gesehen. Das können nur die gewesen sein. West oder Ost? Ost. Okay, dann komme ich über die Drittkopfstraße an die Hand. Also die sind jetzt gerade in Serpentinen. Ne, die sind schon weiter, also deutlich weiter wie Serpentinen. Du sagst mir sofort, wenn du die Limo siehst, dann kann ich durchfahren durch Broadway. Ja, Limo, Sichtkontakt zu Limo. Boah, die haben alle kein Design bei mir. Ich fahr mal kurz auf den See rauf, dass sie mich nicht verfolgen. Ich habe ja nur ein Leben. Ah, die sind jetzt noch vor diesen zwei Abzweigungen, ne? Also vor Fluss, Seeseite und vor Verbindungsstraße. Die sind also ja, so weit sind sie noch nicht. Gibt ja alle kein Design bei mir haben, sehr gut. Außer ein R6, glaube ich, hat. Ja, dann achte mal drauf, wen du haben solltest und wen nicht. Naja, alles gut. Also, ja, die sind da alle, alles cool. Ich guck mal, wo sie langfahren. Aktuell bleiben sie noch. Erste Zweigung nehmen sie nicht, logischer. Wow, mich legt's aufs Dach. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich bin gleich an der Kreuzung von der Verbindungsstraße auf die östliche. Ja, die kommen. Ja, die fahren Verbindungsstraße. Die sind auf der Hauptverbindungsstraße. Okay, das heißt, ich drehe um und fahre über die Flussstraße, dann dürfte ich schneller da sein. Hast du den getroffen? Darf ich Offroad Wege fahren? Limo leider nicht. Aber drei, gute Frage, andere. Nächste Frage. Ich glaube. Oh, keine Ahnung. Darfst du Offroad-Wege? Nee, ich glaube nicht. Okay. Weil die dürfen das ja auch nicht. Ja, ich dachte, um schneller da zu sein, vielleicht. Ja, nee, ich glaube aber nicht. Ich weiß, das haben wir nie definiert, glaube ich. Aber ich glaube eher nicht. Zehn Sekunden, ne, brauchen wir, um die Limo festzusetzen. Ja. 21, scheiße. Man darf ja schon mal anziehen. Wenn es nur eine Sekunde ist. Wo sind die jetzt? Ich sehe sie gar nicht. Hinten. Wo sind die? In der Verbindungsstraße noch. Ja. Der Unimog ist gar nicht mal so dumm. das habe ich mir auch gedacht. Das Ding lenkt sich zwar wie ein Stein. Ja, aber die kriegen gar nicht weg, ey. Ich seh mich schon nächstes Mal als Heavy mit dem Iron Knight. Ja. Und der Scout im Unimog. Ja, gut, der Scout darf ja nur 1,8 Tonnen oder leichter sein. Deswegen, es war bei mir ganz knapp, dass ich die Trailcat überhaupt reinkriege. Muss jetzt echt richtig Gewicht wegnehmen.
Ich habe jetzt Schaden von der R6 gerade. Ja, alles gut. Aber ich bin gleich da. Also ich habe noch 0,0 Motor. Das Ding hat ja auch irgendwie, wird glaube ich als Mittelmotor simuliert. Echt? Okay. So, ja gut. Ihr seid noch nicht an der Kreuzung, richtig? Jetzt sind wir an der Kreuzung. Ja, Kreuzung jetzt. Okay, das heißt ich... Die fahren weiter. Oh, sorry. Die Limo ist schon vorbei, ne? Ich weiß nicht, wo du hinfährst. Ja, ich wollte die loswerden. Achso. Die haben alle auf einer Seite gehangen, deswegen wollte ich nach rechts. Ja, beim Unimog würde ich echt versuchen, den festzusetzen, ey. Sonst nervt er dich ja penetrant. Aber gut. Limo hängt Offroad. Ja, ich darf ja Offroad kommen. Ja, danke Unimog. Den Motor hätte ich jetzt nicht gebraucht. Oh, sorry. Versuch sie mal auszubremsen. Ich versuche mal ein paar kleinere Rundumstellen an die Cops zu verteilen, an die anderen. Ich meine, denen ins Schneegelände zu jagen, ist dann gar nicht so verkehrt. Limo hat ja eh kein Allrad, glaube ich, ne? Deswegen. Nein. Könnten wir da den schon gut mal irgendwo festsetzen. Ich hoffe mal, dass ich frontal. Einmal durch die Mitte durch. Ja, und regelmäßig nimmt er mich mit. Ja, das sind wie sagt man, Verluste da. Gibt's auch so ein Wort für. Kollateralschäden? Genau, Kollateralschäden. Jetzt gibt's hier aber Gas, ey. Komm, machen wir mal den Hang runter, das wäre doch mal eine Überlegung. Ich weiß zwar nicht, wo es hingeht, aber irgendwann kommt schon ein Baum. Ja, den treffe ich. Jetzt kehrt sie hier um. Ja gut, lassen wir sie mal zurückfahren. So fair müssen wir sein. Oh, ich sehe nichts, Mann! Ich glaube, der Kopf ist gerade von der Limo weg. Der Unimog kann, glaube ich, ein bisschen reinhalten. Ja, Unimog, ja, hinter dir! Ist die Limo! Jetzt hast du Chance verpasst, aber egal. Wo ist die Limo? Vorne wieder. Ist jetzt gerade ein R6 reingefahren. Sehr gut. Die spielen mit uns mit. Die hat doch schon echt gut einen gefressen, oder? Weil schnell ist sie nicht mehr. Auf jeden Fall. Deswegen versuche ich jetzt gerade nicht mehr zwingend die Limo zu treffen, sondern mehr die Cops, die anderen. Ich werde ja gesandwiched. Aber die haben doch jetzt so noch mega den langen Weg. Ja, ist so uns recht, wir machen ja aber erste Runde platt, oder? Ja, ich stelle nur deine Taktik in Frage. Ich wäre auch weitergefahren an deren Stelle und nicht da abgebogen, aber... Oh je, da wollte ich jetzt nicht hin. Boah, da den Hang hoch wäre geil. Schaffst du nochmal nach rechts? Sehr gut. Na okay, ich habe es mir spektakulär vorgestellt, aber... Versuche was wert. Ja, jetzt müssen wir sie wieder zurücklassen. Lass sie erstmal wieder auf die Straße. Ja, die hat nicht mehr viel. Unimog, versuch mal nochmal ein bisschen weiter wegzufahren, von vorne richtig reinzuhalten. Okay. Ich benutze mal mein zweites Leben. Ja, kannst du gerne machen. Ich habe ja nur das, aber ich habe kaum Schaden bis jetzt. Sie gehen auch gar nicht auf mich drauf irgendwie. Ich habe jetzt 3,5 Motor. Ich versuche irgendwie dir den Weg freizuhalten, aber leicht wird's nicht. Ich gehe mal auf den Cadillac da vorne. Okay, bei der Kreuzung. Boah! Bei der Kreuzung wendig. Ja, das Problem ist, es fährt genau ein Caddy vor. Oh, sehr gut, Anni. Jetzt ist er frei, jetzt drauf auf die Limo, die ist alleine. Bin unterwegs. Wenn du die triffst, wir haben mega Bombe. Absolut frontal. Boah, nice. Richtig stark. Gut gemacht, Team, ey. Also, die dürft jetzt richtig gefressen haben. Ey, komm, die müssen wir doch jetzt festsetzen, ey. Ich will die jetzt festsetzen. Halt jetzt an. Ich hau halt eigentlich nur auf die anderen Cops drauf. Ja, ist ja auch okay. Ey, ich glaube, der Unimog macht jetzt einfach 90% drauf, dann ist das Thema erledigt, oder? Ja, komm, hau rein. Von wegen Unimog, keine gute Idee. Ich wusste, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, ich bin absolut bei dir. Ja gut, ich meine, wir haben mit dem Trailcat halt auch schon ein fieses Teil. Also die Teamaufstellung ist halt schon fies diesmal, aber gut. Hätten die genauso machen können. Ja. Das ist richtig. Ich bremse die Limo mal aus, ein bisschen. Ah, das ist halt echt schwierig, den festzusetzen. Okay, der Unimog, den sollten wir dann vielleicht mal rausschreiben, weil das ist schon... Ich krieg keinen Motorschaden. Ich habe jetzt 3,5, okay. Woher auch immer. Ich kann alles wegrammen. Machen wir auf die Autobahn. War ich dann doch zu OP? Ja. Ja, du... Okay, das war jetzt... Am besten gegen so einen Baum, da kommt er nie wieder weg. Das gegen Baum schaffen, das wäre der Hammer.
Oh ja, das schaffen wir fast nicht mehr, oder? Oder gegen den Brückenpfeiler da unten wäre doch geil. Wo sind die Limo? Ich sehe die gar nicht. Unter der Brücke. Auf der Autobahn. Oh je. Na ja, jetzt kehrt er um. Ey, da kann doch nichts mehr haben, ey. Aua. Ich habe jetzt auch schon 45 Motor. Also, irgendwann nehmen die mich raus jetzt. Aua. Ja, ja. Alles gut. Wo sind die Limo jetzt? Immer noch auf der Autobahn, auf der falschen Straßenseite in Richtung Nord. Da vorne oder was? Nee. Hä? Nee, ich glaube, der holt noch wieder Anlauf. So, was soll er noch machen? Ja, der fährt jetzt hoch wieder auf Autobahnauffahrt, Abfahrt, wie auch immer. Nee, will wieder umdrehen. Fliegt wieder ab und nochmal frontal. Nice. Der muss doch jetzt mal klein sein. Jetzt muss er doch tot sein. Ja, okay, jetzt ist im Pausemenü. Ich glaube, das war's, oder? Ja, aber die hupen nicht. Normal hupen die doch. Ich bleibe mal da stehen und dann. Jetzt ist er wieder weg, hä? Hast du die anderen Cops hauen drauf? Jetzt hupt er. Okay. Ja, gut. Ich glaube, das war der erste und der letzte Auftritt von Monimo. Läuft. Der wird mich klein. Also ich sage jetzt mal mit Ansage, erste Runde, aber ich glaube, der Unimog ist ein bisschen zu OP, kann das sein? Ja, ganz zu ja. Bisschen. Also ich bin jetzt bei 3,5% Motor. Ja gut, okay. Alter. Okay, also, krass. Dann müssten wir vielleicht im Vorfeld mal testen, wie das mit den beiden LKWs ist, ob das bei denen genauso der Fall ist, dass die zu stark sind. Aber ich würde auch sagen, der Unimog ist raus. Gut 6x6 G-Klasse müssten wir dann auch mal gucken. Und apropos Test, das gilt auch mal an unsere Zuschauer, oder zumindest mal die sich schon mal ein Horizon-Abzeichen verdient haben. Da einfach auch der Hinweis, wer mal gerne bei einer Multiplayer-Folge dabei sein möchte. Nicht so wie die Jungs gerade vorher in der ersten Runde da so als Geist rumfahren und wie Andi gesagt hat, naja, sie nerven halt dezent, das ist halt auch leider so. Dann checkt erstmal in der Videobeschreibung den Link zum Video aus, da wird erklärt, wie man dabei sein kann. Und all diejenigen, die schon mal sich so ein Abzeichen verdient haben, am kommenden Mittwoch gibt es für euch einen kleinen CVR-Test. Ich bitte aber darum, auch wirklich, dass da nur Leute da sind, die auch wirklich sich schon mal so ein Abzeichen verdient haben, sonst funktioniert es nicht. Also quasi ein Offscreen-Test, der wird nicht aufgenommen wie üblich, sondern da testen wir solche Sachen und da werden wir dann sicherlich auch solche Sachen testen, dass wir mal gucken, ob neben dem Unimog auch noch andere OP-Fahrzeuge dabei sind. Es war jetzt mal ein Experiment, war interessant, dadurch ändert jetzt das Ganze natürlich ein bisschen früher als geplant, aber ich glaube, die Folge ist trotzdem gut lang geworden und ich glaube, ihr habt trotzdem ein bisschen gute Unterhaltung genossen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, checkt auf jeden Fall alle anderen Sichten aus und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüss. 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 Tschüss.